und habe ihn weiter gefunden für ein Interview, eine Pause, ein Statement, unser Fan des Monats. Wie ist das denn die Shot vorgegangen? Erzähl das kurz. Ja, also wir sind uns dann schon bewusst gewesen, dass die Zeiten vom radalmässigen, harten Matchbesuch sozusagen aus der Vergangenheit angehören. Wir sind also im Bestreben auf den Schopfer Fairplay auszuleben mit gegnerischen Fans. Ist die erste Liga gewesen, gell? Ja, und genau. Wir haben gedacht, wir sind alles gleichgesinnte. Und das ist wirklich gut gegangen. Wir sind sehr politisch korrekt gewesen. Wir sind gute Menschen gewesen. Eine freundschaftliche Atmosphäre. Bis zu dem verdammten Huren. Pfostenschuss! Der Schiri hat beim Pfostenschuss, das hat jeder gesehen im Stadion, hat er auf Goal entschieden. Ja, ich habe es auch gesehen. Aber ich habe nicht dich gesehen. Was hast du nicht gemacht? Es hat mich einfach gedacht, mit meinem ganz persönlichen Gerechtigkeitsempfinden. Was du ja hast. Das habe ich. Ja. Das ist ganz explizit gilt das für mich. Und mir hat gedacht, der Torrichter-Mann, der hat unserem Verein Unrecht auch. Das, also ich tue jetzt auch nicht etwas publishen so emotional, das ist, im Reglement, ganz rhetorisch gesagt, der Böck ist im Goal und der legt ins rote Lämpchen und er ist nicht im Pfosten, das ist so recht. Und es hat mich durch. Du müsstest einen Torrichterhäuschen in die Schuhe geben. Ein Torrichterhäuschen hundeln, oder? Das ist einmal zugegangen. Man hat es noch im Fernsehen gesehen. Weißt du das noch? Telefern zum Beispiel. Also ich will mich nie rühmen für die Aktion. Aber ich habe das in einem gewissen Sinn zum Schutz gemacht von diesem Torrichter. Weil ich hätte ja, wenn nicht das Häuschen, der hätte gesehen, auch ihm können rütteln, oder? Genau. Und so bin ich vielleicht, ja, meine lieben Freunde und Zuschauer auf Internet, so bin ich vielleicht in eine Rolle gedrängt worden, die gar nicht so speziell für mich war. Aber ich habe das Image schnell an mir haften lassen. Sie haben es gesagt, der Rüttler, oder? Ja, der Rüttler. Und heute bin ich 37, ich habe ein sogenanntes Pubertäts-Alzheimer-Syndrom. Huere unkorrekt. Parkinson-Syndrom. Entschuldigung. Ja. Und jetzt weiss ich, das ist rein galaktisch gesehen eine Zukunftsmusik auf meine Entwicklung, dass man mir dann den Rüttler gesagt hat. Genau, der Rüttler oder der Schüttler. Aber als positives Team muss ich sagen, ich habe nur noch einen Bruchteil von THC-Gehalt im Blut, weil über die Schuhgänge abrüttelt. Genau. Und, Bier haben wir auch. Und nicht ganz schlussendlich, ein grosses Element von meinem Leben ist der Hopfengehalt und Malzsaft. Und der wird bei mir auch quasi spontan absorbiert durch meine Rüttelschübe. Aber jetzt heute zum Spiel, wir gehen auf den Weg. Ja, zum heutigen Spiel muss ich sagen, es hat mich gerüttelt. Aber drei Goal in... Dann bin ich Rüttel, ja. Ich kann meine Uhr nicht mehr konsultieren, aber rüttelmässig, intuitiv, wie ist das 2 Minuten gewesen? Ja. 3 Goal. Und was sagst du zum Resultat, das gibt es heute? Momentan ja, ist ja... Es fügt mir ein Päckchen sich alles auf einen 6-3 für Langnau. Und das gegen Klopp, oder? Halifax, oder? Do you know, oder? Das ist... Ja. Peace, genau. Heavy Metal forever. Der Rüttler von Langnau. Der Rüttler. Der Rüttler von Mainz wird er noch schütteln. Gut, also, ciao.